Ja, damit herzlich willkommen zur Spezialepisode. Wie viele Abonnenten? 37? Ja, Special 37 Episode. Special Folge. Wii! Auch wieder zurück. Bei 50 Abonnenten Special, Leute. Da bringen wir eine Doppelfolge. Oh, ja, Mann. Mit Superlänge. ja. Wir haben vor, uns die kleinen Eggs zu holen jetzt. Wenn alle jetzt mal hier oben sind mit dem Hangglider. Ich baue gerade ein Sofa. Warte mal, habe ich jetzt gestartet? Ja, okay. Ich dachte grad, willkommen ich zurück verkackt. Bei Melvin ist unfähig. Der bekannt-berüchtigten YouTube-Show. Ja. Natürlich mit Melvin. Hi. Ich bin der Melvin, ich bin Erik. Auch dabei. Ja, der Kanal der Kanalbetreiber ist natürlich auch mit dabei. kommt ihr hoch? Hey, wie wär's? Lass doch mal Let's Play machen, aber ohne dich. Und was lernen wir dann auf deinem Kanal hoch? Das ist eine gute Idee. Wunderbar. Erik, willst auch? Ja, wie komme ich in das Loch? Soll ich da einfach rein? Nein, du sollst einfach einen Gleiter nehmen und hochkommen. Oh Gott, Leute. Get on was für ein Gleiter denn bitte? Hier da neben dem Turm steht doch so ein Dingsbums. Und das nimmst du einfach Gleiter, mit also, E und dann da läuft es. Ja, ich weiß just nicht, get wie die up. Achso, hast du jetzt eigentlich verstanden? Dann durch was fliegt? Den Turm hoch zu uns kommen. Ja, danach. Danach sollst du dich da runterschmeißen. Ja, und dann? Dann sollst fliegen wir zum Loch. Ja, fliegen wohin? Das ist die Frage. Zum Loch! Aber die Klemminge ist doch gar nicht am Loch. Da war der Eingang. Ich hab eben gerade nachgeguckt. Wir fliegen nicht ins Loch, ne? Nicht ins Loch, dann kriegen wir den Gleiter nicht wieder raus. Ja, aber wir haben doch sowieso ein Meer. Ja, ich trotzdem. Ja, also, Alter vor Schönheit. Zum Loch. Ich hoffe, du kriegst das hin zu fliegen, Erik. Nördlich vom Loch, bei dieser hier Landbrücke. Da ist ein Eingang. Ich bin zu unfähig, um zu fliegen. Ja, Junge, in normalen Spielen ist es so, dass wenn du ganz oft ganz lange steil bergab fliegst. Was ist weg? Wo gehst du hin? Dass du dann an Fahrt gewinnst. Hier nicht. Ich bin zu dumm. Nicht da rein. Nein, bitte. Darüber natürlich. Lag ist das tot. Geil. Das ist der Moment, Alter. Junge, ich werde dich mal runter. Ich will aber keine Sturz. Was ist das? Sturz, hier ist ein Mutant. Ich segel beim Mutanten. So ein Vagina-Mann, Digga. Beim Loch, oder mit was? Den vielen Beinen. Soll ich eine Bombe abwerfen? Oh, der ist neben mir. Nein, ist er nicht. Der ist hier, ich Digga. Ich hör den. Ja, das kann sein, aber... Der ist direkt vor mir, Junge. Oder sind das mehrere? Wenn nicht, dann sind es zwei. Das sind zwei. Bei mir sind nochmal zwei. Ja, hier, ich seh ihn. Junge, das sind drei! Wo? Das sind drei. Ah, lol, Alter, was? Ich hab dem einen... Junge, und hier ist auch noch so ein Missgebot, weißt du, so ein Buddy, Digga. Aber leider sind die irgendwie verbuggt, die sind nicht aggro. Ich habe jetzt schon 10 Pfeile in dem Blick geballert. Die sind einfach nur friendly. Ja, Der ist schon tot. Nicht in die Luft springen übrigens, bitte nicht sprengen. Ja, ich hab erstmal neu. Vielleicht sind Mutanten gar nicht die Bösen in diesem Spiel, sondern wir, weil wir die angreifen. Vorsicht, Junge! Bitte nicht in die Luft springen, okay? Nee. Der ist jetzt doch ziemlich aggro geworden. Digga, hört auf, den immer zu triggern, wenn ich auf ihn schieße. Du musst warten, bis er aufhört zu schlagen. Das ist ziemlich perfekt eigentlich immer. Easy, und get direkt. Jeder kann übrigens die Creepy Armor nehmen, das ist halt richtig geil. Ja, alle lass auf ihn drauf hacken. Junge. Equip, sehr ich schön. Ich bin jetzt gebildet, denn hier liegen viele Logs. Und zwar so ein ästhetischer Tisch. Gib mal her. Bitte lass aber immer merken, wo die Gleiter sind, okay? Wieso machen wir jetzt einen Tisch? Warum ja, nicht? Da vorkommt auch noch eine Bank. Das wird hier so der ästhetische Viewpoint. Ah, das wird so ein Picknickort. Und irgendwann springen wir dann hier ins Loch, wenn wir dann... Wenn du doch irgendwo wandern bist, dann sind doch da immer überall so Picknicktische. Und sowas wird das eigentlich. Ja. Ja, nice. Geil. Parks and Recreation, Leute. Vielleicht sollte ich doch die moderne Axt nehmen, weil die irgendwie ein Tick besser ist. Leute, habt ihr auch mal einen Tisch. Ist aber einiges besser. Hier sind noch neue Einwohner. Ich wurde verletzt. Ich glaube, jemand hat was nach mir geworfen.
Junge, der gleitet gerade Mutant in das Loch rein. Der ist da runtergefallen. Nein, der ist in der Luft gespawnt. Und er beamt sich immer wieder nach oben. Er will das irgendwie. Da vorne. Ey, das ist halt echt ein Mutant. Lol. Siehst du den? Der beamt sich wieder nach oben. Also. Da ist er. Er ist wieder hoch. Was ist das denn, Alter? Wie geil. Der hackt. Ja, ich der weiß schon mal, was, wie ich den Titel dieser Folge nennen werde, auf jeden Fall. So eine Art. Spastenmutant? Ja, Spastenmutant. Ey, das finde ich ja auch mal geil. Wer von euch hat den hier so gekillt oder hat er den draufgelegt? Der am Zelt. Der am Zelt. Digga, den hab ich gehauen und der kriecht da plötzlich hoch. Das wird, Thumbnail, warte. Erstmal die ganzen Links. Ey, hör auf zu schießen. Dann mach ich den wieder auf den Kopf. Ich brauch den Pfeil. Alles off. Mach hier fett. Gangster hier. So. Errungenschaft freigeschaltet, Bird's Eye. Danke. So, Screenshot ist da. Screenshot ist da. Ich schmeiß jetzt in das Loch. Ich hör Babys. Lass mal in die Höhle reingehen, ne? Ich sehe einen Tier. Das sind Babys. Oh, Babys! Na, Junge, wo kommen die denn her? Ja, die waren hier halt. Da kommen die hin. Oh. Toll, jetzt musst du das Ding reparieren. Du hast den Tisch geschlagen. Das kann ich. Ich kann das auch. Kann ich. Das kann ich. Ja, ich kann nicht viel, aber ich kann den Tisch reparieren. Ey, willst du Molotow? Nee. 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 Ja. Oh, so, jetzt ab in die Hülle. Richtig, los geht's. Warte. Ich hoffe, die Dinger despawnen nicht. Wieso, wenn ich... musst du leider eine neue Aufnahme anfangen. Egal. Ich will eine Leiche da drauf werfen. Ja, mein Hängleiter ist halt ein paar Meter weiter, ey. So ein paar. Ich will eine Leiche auf den Tisch werfen, aber die glitscht einfach durch den Tisch und gut ist. Boah, bin ich langsam. Die Leuchte kommt mir sehr bekannt vor. Ist das ein Feuerzeug? Das ist ein Feuerzeug, ja. Nee. Ist das etwa so ein Feuerzeug, von dem ich schon so viel gehört habe? Ich bin auch echt behindert, Junge. Ich nehme essbares Essen und hänge es zurück, ich es nicht essen möchte. Anstatt dass ich es... Ich kenne das. Ich glaube, mir ist diese Höhle bekannt. Ja, die sieht jedenfalls so ähnlich aus wie die, die bei diesem Camp war, die so ultra tief war. Da müssen wir auch noch hin. Wart ihr da schon? Meinst du bei dem Dorf, bei dem großen? Da waren wir. Also bei dem Hauptdorf waren wir schon, da haben wir die Axt geholt. Alle. Ja. So brauchen wir ja, für den Welche Axt denn? Die Modern Moderne. Axt. Ja, die habe ich auch. Ich glaube, waren wir ja zusammen. Ich hoffe, du gegangen bist. Da, wo wir die Kirche gesucht haben, wo sie nicht war, da gab es noch eine. Erik, hast du überhaupt den Rebreather? Nö, brauche ich nicht. Ach, okay. Nee, den braucht man echt nicht. Erik hat einfach. Wir können schon wieder nach oben. Digga, ich hab gefreestylt. Ich hab nichts gesehen, aber YOLO. Jetzt erst davor natürlich der experienced Erik hier. Wer sonst? Ich hab übrigens keine Ahnung, wo in dieser Höhle das ist, ne? Was suchen wir denn überhaupt? Die Climbing Axe. Okay, also wir liegen. Fett speichern hier. Ja, Mann, erstmal speichern. Gute Idee. Nicht, dass ich noch geclimbed werde. Was bringt die Climbing Axe im Vergleich zum modernen? Man kann mit Climbing der... Axe, damit kletterst du. Genau. Wow. Wow. Aber das ist cool. Ihr seid euch bewusst, dass wir jetzt in dem Loch sind? Ja. Okay. Cool. Irgendwo müssen wir wohl hin, ne? Ich kann auch noch weiter gucken, aber wir können doch einfach ausprobieren, wenn ihr wollt. Ich folge Erik. Also hier ist Tequila und Drogen. Und das gefällt mir. Oh, ich will... Oh, hier ist ein... Hier ist ein Bild von einem Baum. Hier ist Dynamit. Und Flares. Oi. Und Medikamente sind hier. Und leere Kisten. Und Bones. Heieiei. Warte, wo sind Bones? Hier. Und Lola, wie blöd. Und ein Bild von einem Baum natürlich. Obwohl, ich habe vielleicht jetzt alle collected, das kann sein. Ja, hier sind noch welche, aber ich collecte. Ich brauche noch einen Bone für meinen Kronleuchter. Du hast Pech gehabt. Ach so, ja, das ist eine Stelle für die... Ihr wollt eine fucking Climbing Axe. Meine Priorität ist ein Kronleuchter. Ureinwohner sind die überhaupt keine. Die sind viel zu dumm. Er kommt mal her, mit Joscha in diese Ritze kriechen. Ey Leute! Get that dynamite! Hol mir die Fresse! Leute, nee. Hier ist leck. Erik, weg! Ach, das ist... Ach so, oh Mann. Prank! Junge, ich hab das so null gecheckt, ich wär einfach weggefetzt worden. Just a prank! Alter, leckt das bei euch auch manchmal so? Ja, das, ja, das ist, dran, wenn die Höhle geladen wird. So hart voran. Okay. Das ist ein Prank! Hier ist noch ein. Ey Junge, ich muss mal was essen, ich hab gerade sau viel Hunger. Ja, ich auch, ich hab aber gar nichts. Ich hab eben meinen vorletzten Schokoriegel gegessen. Ja, lass gleich, wenn wir da sind, mal irgendwas verbrennen.
Diesen Typen hier, ich glaube, ich fäll den mal. Fallt hier nicht runter, ne? Oh, das ist Steve. Ja. This is some deep shit, you kann man gar nicht fällen. Das könnte sogar der Platz zum Bogen sein. Hallo, hey, lass mich durch. Sein. Wir müssen jetzt hier einen Hang... Weißt du, das Spiel will von uns, dass wir jetzt hier einen Hangglider bauen und darüber fliegen. Ja, wir... Hey, das wäre sogar möglich. Wir müssen hier springen. Nein. Müssen wir echt springen? Ja. Nein, da unten ist... Kann man wieder hochklettern. Da ist so ein kleiner... Nein, doch nicht. Wenn wir hier runterfallen, haben wir verkackt. Also nicht runterfallen. Digga, wenn... Ey, man kann hier die Armbanduhr von der Frau abziehen. Wenn ein Uhrenbohrer kommt, lass mich einfach zurück. Falsche Idee. Du bist einfach ein Opfer. Warte mal, Erik, warte mal. Hier geht's noch woanders hin. Ja, wir müssen doch nach links. Hier drüben, guck mal hier. Hier liegt die doch. Ich sehe sie. Ein Dorfbewohnerfriedhof. Hier ist sie wirklich. Ja, ich hol sie mir. Ich mach mal ein Feuer. Ich mach mal ein Feuer. Hey, man kann hier doch runter, wenn man runterfällt. Und hier oben müsste ich, glaube ich, zur Kettensäge gehen, wenn ich nicht komplett behind bin. Aber das bin ich nicht. Also. Und nach unten müsste es eigentlich zum Dings gehen. So inside of the Loch. Ja, geil, hey, Alter. Das war mein ganzes Fleisch. Das Fleisch ist weg? Ja, natürlich. Warte, ich hab natürlich. Noch natürlich? Das ist eigentlich nicht natürlich. Oh. Ich brech ab. Jetzt haben wir beide abgebrochen, Alter. Egal, lass euch da noch. Ja, ich kann nicht. Ich muss jetzt mal hoch. Okay, okay. Ich hab kein Fleisch mehr. Kann man irgendwann was draufpacken? Also ich habe getrocknetes Fleisch dabei, also. Ja, okay. Aber das gehört mir, also. Ist egal. Hey, man kann das Fleisch einfach von dem Boden essen, wo du das zerstört hast. Ja. Okay, lol. Der Boden hier ist so reinlich, man kann davon essen. Ey, hier ist ein Schlitz, gib mir den Schlitz. Natürlich gehe ich als Erster in den Schlitz, denn ja, ich muss meine Freunde vor mutierten Babys schützen, deswegen gehe ich in den Schlitz. Deswegen schicke ich mutierten Babys kriegen. Lecker. Oh, hier sind... Hier ist die Bibel! Wir sind gerettet. Was ist hier? Und hier ist ein Bild und Kugeln für die Pistel. Wir müssen noch die Pistel bauen. Ja genau, Adam, wir müssen noch die Pistel sammeln, das checkt nur keiner. Ja, die Pistel ist eigentlich das meist unterschätzteste... Ja, die macht vor allem voll Spaß zu nutzen. Ja, total. Also die Armbrust ist auch ganz geil. Auch wenn man wie ich die ganze Zeit daneben schießt wie ein Idiot. Ich, Junge, Melvin und... wer war das noch? Wer hat mit dir geteamt? Jan, ne? Die haben gar nicht gecheckt, dass ich auf sie geschossen habe. Doch, weil schon, weil ich die ganze Zeit vorbeigeballert habe. Weißt du, was ich mache? Sprengung. Also ja, mach mal. Ich glaube, hier ist wirklich der Bogen. Ja, sag ich doch. Idee. Ey, mach mal jemand anderes Sprengung, bin zu dumm. Ja, soll ich machen? Ja, geh rein, leg und komm zurück. Nicht, dass du irgendwie gegen eine Wand wirfst und wir jetzt hier alle schnell runterklettern müssen. Junge, das wird sowieso passieren. Präzise. Ja, ich bin halt professional Sprengmaster. Ja, weil du dir immer die geilen Explosions-Tutorial-Videos anschaust. Ich höre hier Ureinwohner. Da ist ein Mutant und Babys. Aber guck doch mal, wie gekonnt ich einfach diese ganzen Ureinwohner... zurück. Hilfe. Wie gekonnt ich die Ureinwohner weggesprengt habe, die hinter der Steinwand geschlafen haben. Pickt euch, ihr Huren! Töte mal das Baby da an der Seite. Ducken, rein. Sorry, fick dich. Ey, du Hure, du kriegst einen Molotow. Weg da, Junge! Huso. Wow. Ja, ich zünd die mit meiner Brandaxt an. Erik muss natürlich noch einen draufsetzen. Ja. Komm her, du Vagina. Baby? Ich kann nichts sehen. Kann niemand noch mal... Ein Baby ist hier. Warte. Ein Baby ist hier. Jetzt nicht mehr. Wirf doch gleich Feuer rein. So, der Krieg ist meine Battle Axe of Destruction. Battle Axe of... Wo ist eigentlich Joscha? Ich komm. Wo? Hier ist doch nicht der Bogen. Ich bin völlig enttäuscht. Leute. Der Bogen ist hier, wo wir sind, also. Joscha, komm hoch. Wir kämpfen gegen eine Vagina. Wo? Bitch. Ich mach dich easy. Komm her, ich bin in Lübeck aufgewachsen. Die macht mich easy. Ich lauf weg. Ich hab sie. Ist sie tot? Ja. Die hat mich einmal gehauen, ich bin fast tot. Willst du doch nicht so, dumm sein? Ach, ich weiß nicht, ob du das schaffst. So. Creepy Armor. Ach, da ist auch Pfeile. Lizard Skin. So. Hier muss doch irgendwas sein, oder?
Ja, hier ist noch eine fette Höhle dahinter. Und am Ende dieser Höhle müsste meiner Meinung nach, wenn man getaucht hat, irgendwo der moderne Bogen sein. Okay. Aber ein für Foto. Die Boys, die hier gerade Molotovs geworfen Siblings haben, die, da ist noch eine, da ist noch eine Virginia. Da ist noch ein Virginia. Ach du Scheiße. Selbe Taktik wie zuvor. Oh Gott. Piss dich. Ich hau mal noch eine Flare rein, damit wir die überhaupt sehen. Ja, ja, mach ich mal. Schon. Hab ich schon. War gut, ja. Ey, wie ändert man nochmal den Pfeil? Mit R da auf dem Pfeil. Schon. Wie war die noch? Oh Gott, die kommt hier hoch. Hoch. Ja, ne? Oh Gott, ey. Die kriegt jetzt fett Molotow von der ganzen Hood. Bist du Bitch? Nein! Daneben! Ich hau dir gleich einen Blank-Molotow entgegen. Ich check irgendwie nicht, wie möchte ich den Bogen. Ah, jetzt. Jetzt Blinding Axe mit Infinite Speed, dann kann ich gar nichts mehr. Uff. Fett daneben. Boah, ich sehe echt gar nichts. Wow, das Ding muss mal angezündet werden wieder. So. Ich hab es ermordet. Hure. Okay. Kurve. Ich will's looten und sammle die ganze Zeit Sticks vom Boden. Das könnte sogar wirklich die große. Warte mal. Meine Pfeile. Big Cave for Big Boys. Can't carry any more cool stuff. Dann mache ich einfach neue Molotovs. Hast du gerade einfach Alkohol cool stuff genannt? Ja. Can't carry any more cool stuff. Was wollte ich machen? Ach so, ich habe ja schon, ich habe schon 5 Bomben. Ich wollte noch mehr Bomben machen. Alkohol already has 5 Bomben. Guckt er sich die Story an, währenddessen sammelt er Alkohol ein? Ist in irgendeiner der Kisten überhaupt irgendwas drin? Wo seid ihr? Das sind einfach nur Platzhalterkisten. Könnt ihr mal warten? So ein bisschen? Jetzt gibt's einmal. Ja, guck hier hinten, da ist das Loch, glaube ich. Einen kurzen Cut. Ich glaube, das ist nicht die Höhle. Oder? Das ist die Höhle. Die Folge Blut heute auch erstmal wieder. Hallo, Leute. Folge ist einfach jetzt. Ich kann die nicht hören, ich höre gerade nur Lootbox. Ja, die Folge ist einmal vorbei und demnächst geht's wieder weiter. Ja, ja.